gibt, du Rindvieh. Na, war da dran, ne? Also der war auch nicht so gut, aber besser als schlecht. Warum kann ich meine eigenen Männer nicht looten? Ich meine, okay, klingt grausam, aber sie brauchen das Zeug ja nicht mehr. Munition, da, da, da. Und Geld! Ich habe 2 Münzen gefunden. Bereich! Hey, hey, langsam! Diese Mistkerler sind raffiniert. Vielleicht haben sie Fallen gelegt. Keine Angst, ich töte alles, was sich bewegt. Geht's langsam, Mann. Augen aufhalten. Wir haben Gesellschaft! Augen aufhalten. Du bist tot. Oh, Alter. Ich habe vergessen, die mittlere Maustaste zu drücken. Darum hat sich gebrannt. Guck mal, hier. Okay, mein Freund, du bist dran. Ich verrate euch gar nichts. Weißt du, ich glaube, wenn wir nicht weiter tun, dann bist du auf mich zu warten. Wer weiß, der Nächste, den ich nach dem Atlas frage, dass ich das ernst mache. Was wollen die denn alle? Das sind Pilze gewesen, genau. Sind auch Pilze? Och, es sind überall Pilze. Nein. Oh, gratuliere. Du kommst als Nächstes. Warte ab. Ich zeig dir mal, wer als Nächstes kommt. Bin dabei. Bin dabei. Nicht ruhig, bin dabei. Das ist ein Blutbad. Bin dabei. Wir verlieren zu viele Leute. Da bin ich nicht dabei. Vielleicht haben deine Leute jetzt genug geopfert. Das ist unser Schicksal. Ich habe mich in dir geirrt. Sag mir, wie ich euch helfen kann. Töten. Ich meine, hey. Ich muss die übrigen in Sicherheit bringen. Und ich töte. Der Katakombeneingang ist dicht. Ich werde ihn freiräumen. Wait a minute. Das wird schon wieder. Mir geht's gut. Ich komm klar. Wir müssen die anderen. Sie mussten uns nicht helfen. Das vergesse ich nicht. Hm. Bin halt eine Nette. Nur atmen. Wir bringen dich hier weg. Halt durch. So, hier mit. Ja! Durch da! So, Leute, wollen wir? Ja, bleibt mal lieber hier. Ist von da drüben versperrt. Ja, warte ab. Ich frage mich allerdings gerade, hätte ich noch länger gewartet, wäre wirklich jemand noch gestorben? Fragen über Fragen. Ich verstehe. Dieses Wandbild zeigt den Moment, als sie das Tal fanden. Es muss wie ein Paradies gewirkt haben. Das war's. Das war's. Ah ja, okay. Da ist sie. Vielleicht bekomme ich sie von hier aus auf. Wer denn? Was denn? Die Katakomben. Da sind wir sicher.
Ich weiß echt nicht, was ich machen muss. Also auf die Typen schon mal nicht schießen? Jetzt habe ich eigentlich nur ein bisschen vom Feuerpfeil verschwendet. Ich kann nicht auf die schießen, hä? Ich sehe die Tür nicht. Ich gehe runter. Eine Art Waffenlager. Das sollte gehen. Waffenexperte ist auch noch. Granatenpfeil. Ein alter Hirsch-Talisman aus einem Hirschgeweih geschnitzt. Das war vielleicht ein wichtiges Objekt oder ein Spielzeug. Das ist ein Hirsch? Jetzt sehe ich es auch. Klar. Einmal ein paar Granaten mitgenommen, würde ich sagen. Nee, nicht. Ist das was Schickes hier? Ja, ja. Mehr. Öl habe ich nicht. Muss ich jetzt hier hoch oder was? Alter, ich würde mich hier so mit Granaten voll zukleistern. See you later. Ich hab die linke Maustaste gedrückt. See you later. Alligator. Danke, Lara. In den Katakomben sind sie erstmal sicher. Kein Ding, Bro. Ich weiß, dass du die göttliche Quelle suchst. Aber mein Volk schützt sie bis zum Tod. Dein Volk ist dem Tod schon sehr nah. Ihr könnt sie nicht ewig beschützen. Wir haben lange durchgehalten. Aber erstmal bin ich froh, dass du für uns kämpfst. Sie nähern sich jetzt dem Turm. Da sind noch Leute drin. Bring die anderen in Sicherheit. Ja, au. Sie brauchen dich. Ich kümmere mich um die Mistkerle. Granatenpfeil herstellen. Nutze die Inventarmenü. Oder ich mache einfach. Fertig ist. Haben wir was Schickes? Nee, da war irgendwas. Nee. Ja, von hier kommen wir. Der gefürchtete Tag ist gekommen. Es ist nicht mehr abzustreiten. Die Helikopter, die wir beim letzten Sonnenuntergang sahen, sind der Beginn einer neuen Invasion. Wir sind im Schatten der Kämpfe unserer Eltern aufgewachsen. Jetzt haben wir wohl unsere eigenen. Aber die heilige Pflicht muss erfüllt werden. Wir müssen die Quelle der Gnade Gottes auf Erden beschützen. Die Quelle der Gnade Gottes auf Erden. Oh. Hört, hört, das ist ja megamäßig poetisch, würde ich sagen. Jetzt kann ich es lesen. Und es deutet irgendwo hin. Quelle. Münzverstecke, lala. Hä? Nee. Doch. Hätte ich mal voll aufgucken sollen, glaube ich. 7 Münzen. Ist lange vorher. Ach, hab ich gar nicht gescheckt. Ich hab Fähigkeitspunkte. Waffen, was kann ich machen mit meinen Waffen? Den Bogen kann ich nicht ver... Hä? Wenn ich hier nichts machen kann, warum wird er mir angezeigt? Habe ich einen neuen Bogen? Weiße Witwe. Nee, hatte ich schon. Hallo, Nummer... Nein. Todesarin. Leuchtfeuer? Traumstachel? Bei dem hier. Upgrade. Nur beim Curve-Bogen?
Danny! Willst du hier vor die Cam kommen? Willst du hier raufkommen? Nee, willst du nicht. Ich mag meinen Zuschauer. Sie ist treu zerfesselt. Erste Stunde. Wenn man die erste Stunde letztes Jahr begonnen hat. Todesatem. Ja, will ich mal sagen, ne? Mach ich mal ein kleines Sturmgewehr noch ein bisschen polieren mit Verschlussgehäuse. Was ist denn das? Repetiergewehr. Ach ja. Habe ich jetzt eigentlich als Ausrüstung ja auch. Nee. Wo kann ich eigentlich. Kann ich mein Messer irgendwie ausstatten und verbessern, verstärken? Nö. Fähigkeitspunkte! Verbessern die Granatteile und beim Einschlag zusätzliche Sprengladung freizusetzen. Handwerksmeister, stellen Sie in Basler großvolumige Munition. Drachenfeuerpatronen hatten wir schon. Abrissexperte. Ja. Ich kann jetzt auch fast alles nehmen. Erleiden Sie kurzzeitig keinen Schaden. Das hatten wir glaube ich schon. Ja, Feldsanitäter? Adrenalin. Ich glaube, Adrenalin wäre immer am besten. Weil ich ja danach immer fliehe, wenn ich jemanden kille und die sehen mich. Ich glaube, ich mache Adrenalin. So. Und ich würde sagen, weiter geht's mit dem Krieg. Ich krieg zu viel. Wo geht's lang? Da geht's lang. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Hä? Unten? Ach, hier oben! Mach die Tür auf! Genau! So. Lara, ich bin hier. Wir stehen unter Helikopterbeschuss. Ziehen Sie Trinitys Aufmerksamkeit auf sich. Irgendwie. Das erledige ich. Das kann ich. Das krieg ich hin. Ich brauche was Großes zum Explodieren. Alles brennt! Ich muss meine Freunde helfen. Oh. Und schon wieder ein falscher Pfeil. Und tschüss. Nice. Komm auch. Ich glaube, ich habe keine Munition fallen mehr. Ah, ich habe nur drei, okay. Wer schießt denn da? So, fertig. Was machst du da denn? Ist hier noch jemand? Anscheinend nicht. So. Leutings, ich habe nicht umsonst das ganze Spiel über dieses Granatzeugs gesammelt. Oh, ist das gerade laut? Ist das gerade laut?
Panzer! Entdeckung! Nachladen! Nachladen! Pfeile nachladen! Pfeile nachladen! Immer wieder Pfeile nachladen! Ist voll! Oh, Pfeile! Oh, warte! Sind bestimmt. Das sind immer Brandpfeile, ne? Ja, aber klar! Hey, was ist mit dir verkehrt? Wo denn? Entschuldigung! Entschuldigung! Sammeln, sammeln, sammeln! Ich brauch... Ja, es heißt, ich weiß. Wie die einfach mal denken, dass ich hier mit einem Pistole und so rumrenne. Oh, da. Noch mehr Pfeile. Munition, einmal Cell. Mistkerl! Hier war noch irgendwo Pfeile. Da. Die schiebt sich mir noch. Schrauben drehen, modern drehen. Mit überschmierten Flossen in der Werkstatt stehen. Oh, voll in die Fresse. Boah, der hat gesessen. Hey, was denn? Der Granate! Bam! Der lebt bestimmt noch, ne? Ich seh nichts! Getrefft! Ja, getrefft ist grammatikalisch richtig. Tot. So, erstmal nachladen. Hier waren noch jede Menge Sachen. Zum Beispiel Granaten. Hier war noch irgendwas. Einmal das. Einmal eine Dose. Das sind meine Männer, auf die kann ich nicht schießen. Oh, ja, nice. Einmal hier, einmal da und einmal hier. Das hätte ich abschießen können, okay. Jacob, sieht aus, als hätten wir die Oberhand. Gut gemacht. Die Helikopter müssen bald da sein. Geschafft. Laura, bist du da? Trinity überrennt den Turm. Wir sitzen unten in den Katakomben fest. Bin gleich da. Verdammt. Muss das lesen. Schon. Mein Vater wird vermisst. Letzte Nacht habe ich ihm von den Invasoren erzählt und den Waffen, die sie verwenden. Bei Sonnenaufgang war er fort. Cyril sagte mir, er würde zurückkehren. Aber der Tag ist fast um und niemand hat ihn gesehen. Ich fürchte, dieser Dummkopf hat etwas Unüberlegtes getan. Wir brauchen ihn. Jetzt mehr als je zuvor. Unterwegs! Unterwegs! Geld. Was ist denn das? Zerschießen sie alle? Ach, das sind versteckte Funkgeräte. Ja, brüllt noch lauter.
Geil, ist er weg. Das Geheimnis? Relikt? Das ist ein Dokument? Wo bin ich? Da hinten. Soll ich wieder zurückgehen? Kann ich wieder zurückgehen? Ich glaube nicht, ne? Jetzt sind Münzen! Nein! Ach, egal. Falscher Knopf. Aber hier ist ein Larsche Feuer. Ganz schön viele. Null Fähigkeitspunkte. Aber ein Upgrade ist verfügbar. Für den Bogen, aber nur für den einen wieder. Ich mache mal wieder mein Sturmgewehr. Das schon voll ist. Dann mache ich mal meine Axt. Ja. Ist zwar egal, dass ich das gemacht habe, weil ich eh nie auf Nahkampf gehe, aber. Besser haben als brauchen. Meine Fresse. Du auch. Ich brauche Verstärkung. Das brauchst du wirklich. Na komm. Ich glaube, ich habe keine Brandpfeile mehr. Nö. Jetzt ist alle. Im Kampf meines Lebens. Jo, du dich. Hier sind aber Brandpfeile, ne? Ja. Warum rüste ich, stelle ich die ganze Zeit her, wo ich überall was finde? Verstehe ich nicht. Es ist der erste Winter seit der Mongolen-Invasion. Höchstens jeder dritte von uns wird überleben. Einst hatten wir Marmorpaläste, durch Erdwärme beheizt. Wir hatten den Reichtum und Luxus eines Imperiums. Heute finden wir kaum genug Felle, um unsere Kinder zu wärmen. Oder genug Wurzeln und Beeren, um satt zu werden. Wenn wir noch einen Winter überleben wollen, müssen wir uns anpassen. Tun wir das nicht, werden wir Nahrung für die Erde und die Tiere holen sich das Tal zurück. Es liegt jetzt an uns. Nur an uns. Nicht ganz. Vielleicht beim nächsten Mal. Überall ist Brandmuni jetzt. Diese Explosionsmuni. Egal, wer der jetzt denkt, vorbeizukommen, ich würde es an eurer Stelle nicht tun. Hier ist Team 5. Wir gehen jetzt in die Katakomben. Wir brauchen Verstärkung hier. Oh ja, das bin ich. Oh Gott, jetzt brauche ich auch wirklich was. Ich brauche Pfeile. Oh, dringend Pfeile! Versuch es nur! Na los! Heiß, 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 heiß! Hast du dich? Was los? Hä? Schaut euch!
Selber. Feind entdeckt! Na klar. Was war das denn? Das war ja mehr billig als alles andere.